Je nach Situation vielleicht auch mal einen Sonnenschirm, aber das... So eng wollen wir das jetzt nicht sehen. So, wir pflanzen hier so schönartig Blumen auf dem Dach. Ja, wir sind umweltbewusst. Gotham City gilt ja nicht als besonders ökologisch fortgeschrittene Stadt. Kann ich ihn fahren? Den kann ich fahren. Das ist ein Rasenmäher. Fahrbarer Rasenmäher. Ich lasse Robin da mal alleine kämpfen. Hey, und ein Container für mich. Sehr schön. So, das kann mir jetzt mal einer erklären. Wie hat dieser Seemann da kopfüber in, im Boden drin gesteckt? So, da haben wir eine Brücke. Da können wir... Oh. Da war ein Loch. Habe ich nicht gesehen. Schade. Um die Steine. Da komme ich nicht rauf. Ne, da komme ich nicht rauf. Da müsste ich zuerst diesen Container wegräumen. Und dazu fehlt Batman sowie Robin einfach die Kraft. So, dann haben wir hier noch einiges kaputt. Und dann muss ich zu Robin wechseln. Denn Batman kann ja nicht hier an dieser Wand lang laufen. Klonk, klonk. Ich mag das Geräusch. Als würde einer mit einem ja, Schuhlöffel auf ein Dings draufschlagen, auf einen Müll, auf eine Mülltonne, auf eine Mülltonne. Da geht's wieder los mit dem Deutsch. Wir fliegen mal hier rüber, dann gehen wir runter. Die haben mich noch nicht gesehen, jetzt haben sie mich gesehen. Geben wir denen eins auf die Mütze. Dann sammeln wir hier noch was ein. Können wir nicht. Macht aber nichts, dann drehen wir jetzt hier den Kran hier rüber. Ich denke mal, das ist ein Kran. Und dann sollte Robin hier langlaufen können. Das sollte dem ja nichts ausmachen, als Zirkusartist mal kopfüber zu hängen. Schnell, der Wechsel zum Batman. So, was haben wir denn hier alles? Was? Ja, hallo Catwoman. Da geben wir erstmal eins auf die Mütze, wenn sie dann von Zeit zu Zeit mal zu mir kommt. Verschwindet ja immer wieder. Aber es ist nicht besonders schwer. Jetzt hat sie es ganz satt anscheinend. Und flüchtet erstmal. Ein eleganter Sprung. Doch, doch. So, das hier machen wir auch mal kaputt. Gibt es hier hinten dran irgendwas? Nö. Kann ich hier was kaputt machen? Sieht nicht... Doch, da hier die Tonne. Die stand doch aber gerade eben noch nicht da. Hey, erstmal die Ratte wegprügeln. Was haben wir hier? Wo führt das denn hin? Nein, ich... Ich wechsle mal schnell die Spielfigur. Achso, da kann man nur runterrutschen. Sehe ich das richtig? Das ist eine Abkürzung anscheinend. Schade. Ich wäre da jetzt gern reingegangen. Muss ich hinten anstellen. Zunächst mal rüberfliegen und dann können wir das hier gleich zusammenbauen, dachte ich zumindest mal. Aber die wollen ja alle was von mir. So, Ratte prügeln, Geld aufsammeln, das gibt auf jeden Fall jede Menge Knete. Bauen wir das hier mal zusammen für unseren Freund, der zumindest mal hier rüberkommt. Was haben wir denn hier unten? Geht's denn hier unten überhaupt weiter? Ah, da haben wir den gefangenen Mitbürger. So, dem helfen wir doch mal schnell. Yay, 3 von 25. Und wir haben jetzt 6 Episoden oder 6 Teile gespielt. Das ist doch eine ordentliche Bilanz, möchte ich mal meinen. Wir gehen zunächst mal hier hoch. Ziehen wir hier den Hebel, dann geht nämlich die Brücke da runter. Dann kann ich doch zumindest mal wieder hier rüber und kann mit Robin den neuen Anzug holen. Wie sinnvoll das ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Wird sich zeigen müssen. Auf jeden Fall gibt es hier auch mit Batman wieder einen neuen Anzug. Hau jetzt mal ab. Und du auch. Weg. Weg. Okay, da kann man nicht drauf. Aber da kann ich was machen mit Robin. Zunächst mal nehme ich aber den Anzug hier mit. Ist er kaputt gegangen, weil er mich beschossen hat. Ich habe Pech gehabt. So, erstmal hier eine Bombe legen.
Dann den Seemann hier wegkloppen. Kann ich hier ansonsten irgendwas machen? Ja, hier kann ich was zusammenbauen. Ein Fahrzeug. Och, nerv mich doch nicht. Ja. Falscher Knopf, aber... Hat genau das gemacht, was ich machen wollte, nämlich... den Seemann verprügeln. So, Robin, komm mal her. Bedien das mal hier. Riesiger Pfeil, da musst du rein. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich da rein muss. So, Einschalter. Ich sammle jetzt hier nicht alle Steine ein. Schließlich habe ich ja den Superheld schon erreicht. Und natürlich nehme ich so viel mit, wie ich kann. Das hält sich natürlich von selbst. So, jetzt versuche ich mal noch da an den da oben ranzukommen. Funktioniert aber nicht so. Mal sehen, ob ich die alle drei mit einer Bombe sprengen kann. Ja, und Robin gleich mit. Was bauen wir denn hier zusammen? Das sieht aus wie ein... weiß nicht. Ein Helikopter. Ein Minischrauber. Wollen wir doch mal sehen. Wuff. Ah ja, da können wir doch mal... können wir da hier hinfliegen? Ich hab's kaputt gemacht, okay. Kann ich das hier sprengen oder brauche ich dafür... dafür brauche ich wohl oder übel den Sonaranzug, das heißt freies Spiel. Aber den Helikopter lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Fliegen wir mal hier rüber. Ich habe ihn schon wieder kaputt gemacht. Das hier kann man nicht kaputt machen, das da drüben dann vermutlich auch nicht. Machen wir doch mal die Mülltonne hier kaputt. Da wird sich ja bestimmt was drin finden lassen. Eine Ratte zumindest mal. Und noch ein Hebel. Was passiert jetzt? Da geht irgendwas auf. Ach, noch ein zweiter Hebel. Okay. So. Komm, zieh mal dran, Rotkehlchen. Wir haben die Fledermäuse freigelassen. Geh doch mal rein. So, erstmal wieder hier alles zertrümmern, alle Scheiben zerstören. Ist hier sonst noch was zu zerstören? Ich prügel mich mal einfach in die Richtung. Es sieht aber nicht danach aus, dass hier scheint eine Leiter oder sowas zu sein. Ah, da hinten, da sehe ich doch was. Das ist der... ich komme nicht dran. Darf ich denn da hier langlaufen? Nee, da brauchen wir vermutlich auch den Sonaranzug. Den Schallanzug, glaube ich, heißt der hier. Einfach nur. Dann gehen wir halt darüber. Wenn sie mich schon nicht hier... wenn sie mich schon hier nicht spielen lassen, dann mache ich zumindest die Story weiter. Und da ist ein Bett. Da war ein Bett. Da hinten ist auch noch ein Schrank, aber den kann ich anscheinend nicht zerstören. Deswegen zerstöre ich jetzt hier noch die Scheiben. Das Geländer erstmal wegprügeln, dann kommen wir auch schon zu Catwoman. Hallo Mädchen. Ganz egal, ob du weiblich bist oder nicht, ich gebe dir eins auf die Mütze. Und natürlich auch die kleine Ratte hier. Und sprengen tue ich auch noch was. Nein, zunächst baue ich was zusammen. Ach, geh doch weg. So, hier, Robin, kümmere dich mal um die Katzenfrau. Falls sie denn noch Lust hat, wieder hierher zu kommen. Nein, nein, nein. Alles muss man selbst machen hier. Hm, da geht's hoch. Will ich da hoch? Will ich nicht zuerst da rüber oder da runter? Da unten scheint es was zu geben, aber ich gehe mal nicht hin. Sicherheitshalber, mir bleibt hier noch das freie Spiel. Wo ich noch das ein oder andere erreichen kann. Ja. Da war die Peitsche, die absolut tödliche Peitsche, die mir keinen Schaden gemacht hat. Ich will was schlagen, egal wer oder was es ist. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da unten. Jetzt noch weiter nach unten. Und jetzt wieder nach oben. Hier, Junge, du kannst mal mithelfen. Gibt's denn da oben noch vielleicht irgendwas, was ich machen kann? Vielleicht da hinten oben? Nö.
Okay, Catwoman hat anscheinend keine Lust mehr, sich mit uns zu prügeln. Sondern verzieht sich einfach nur noch. Du feige Katze, bleib da! Machen wir das einfach mal so. So, du haust jetzt wieder nach da oben ab. Hat aber nichts gebracht, schade. Was soll ich denn jetzt hier machen? Also der Frontalangriff ist nicht das Mittel der Wahl. Oder auch doch. Naja gut, hat ja jetzt funktioniert. Tja, wenn der kleine Junge hier da mal arbeiten würde, wie er soll. Nein, fast hätte ich ihn erwischt. Jetzt ist er wieder hier oben. Gut, ich warte einfach hier. Vielleicht kommt sie ja nochmal ran. Ja, Catwoman, die Freundin aller Katzen. Der direkte Weg war anscheinend dann doch richtig. Naja, man weiß ja nie. Tja, was haben wir denn hier? Achso, der Superheld. El Superheldo. Den hätten wir geschafft. Dann gibt's was Neues für das Helden-Super-Kit. Ich weiß immer noch nicht, was das werden soll. Aber macht ja nichts. Wir werden es ja schon sehen. Das überspringe ich jetzt mal schnell. Was haben wir hier jetzt noch? Mini-Kit. Da haben wir ja auch ein, sage und schreibe, ein Teil gefunden. Doch, Gut, wir setzen die Story gleich fort. Gleich weiter zum nächsten Story-Element. Ich will sehen, gegen wen ich jetzt antreten muss. Das Spezial-U-Boot des Pinguins erlaubt es ihm, Gotham City unter der Wasseroberfläche anzugreifen. Mit dem besonderen U-Boot kann der Pinguin untertauchen, sich seinen Feinden anpirschen und Torpedos auf sie feuern. Okay, sieht aber putzig aus, das Lego-Boot. Ich mag Lego, ich finde Lego einfach toll.